Ich möchte dich sehen. So, willkommen zurück zu Let's Play Digimon World 2003. Heute habe ich einen Gast namens Odessa und stell dich mal vor. Ja, für den Gast, ne? Ja, willkommen zu einem weiteren Part Digimon World 2003 und er ist mein Gast und ja. Ja, ich bin der Sekunde von 1. Genau. Und ein kleiner Witzbold. Witzbold, ja. Da kann ich noch zwei weitere Witzbolde. Und wen? Klappenkiss B und Schokobobo 19. Na super. Das muss dir mein Gesicht sagen. Oh, bloß nicht. So, wir sind hier immer noch am Amaterasu-Server und jetzt geht's weiter in der Geschichte. Ich habe inzwischen ausgefunden, was ich machen muss. Was musst du machen? Einen Typen erledigen, der hier steht. Yay. Das klingt ja sehr aufregend. Ja, ja, ist aber auch. Und wer wartet, dich da anzugreifen? Kamerad, herzlich willkommen. Queen Long Chief, wo ist das Digi-Ei des Wissens? Ich weiß es auch nicht, aber warum fragst du? Du bist keiner von uns. Na und? Was willst du dagegen tun? Ich nehme dich gefangen, wie die anderen. Tch, lächerlich. Und Angriff. Angriff mit Gebrüll! Töt ihn! Wie ihr seht, habe ich meinen Kumamon eine neue Digitation beigebracht, da Grableomon bereits auf 99 ist und sein Name ist Taumon. Ja. Deltamon, kommt mir bekannt vor. Ach ja, der ist ja vom Digimon Kaiser, der wird eingesetzt. Wo er die angeblichen Mitstreiter von Davis gefangen nimmt, die sich dann halt als Barkemon enttarnen. Ah, okay. Das kommt gerade sehr schwach rüber. Ja, toll. Das kann sich bestimmt handeln. Ach, das schaffst du schon. Ich glaub an dich. Okay, mein Digimon kommt ziemlich schwach rüber gerade, merke ich gerade. Wer kommt schwach rüber? Hä? Wer kommt schwach rüber? Ich komm total schwach rüber. Obwohl hier Dings eigentlich ein Magier-Typ ist. Ah, das war schon besser. Ah, so, so, das war ein Spiel, meinst du? Dachte eben, mein Mikro spielt wieder. Nee, der Mikro spielt nicht. Die Digimon macht nur gleich ab. Du setzt auch Magna Angemon ein, dann Himmelstor. Und wir sitzen das mal, ne? Ja, war ziemlich tödlich. Oh ja. Und das schaffst du schon mit Kumamon. Bin erlebt. Das könnten jetzt umhauen. Na. Autsch. Dann gibt ihm noch was zum Aufladen, Superladen oder so, ja. Joa. Ich glaube, das schaffst du. Denn der Kampf dürfte für dich schon entschieden sein. Ja, ja, der hat nur 3 Digimon, das ist alles. Ah, der 3 Digimon. Ja. Das macht schon etwas schwerer. Ich hab auch 3, stell dir mal vor. Ja. Aber wer weiß, was noch zukommt. Wenn das Schwächste ist, was er hat, dann... Und, was kommt der? Zizeramon.
das war hart. Ja, das war hart. Schauer. Warum könnte ich ihn nicht geheilt hast, frage ich mich auch gerade. Hat seinen Grund. Du warst testen. Wo war das? Ah nee, das war. Okay, jetzt kann ich vergessen, ja. Wen rufst du jetzt? War Grillmon. Blass ihn um! Mit der nahen Tonic Blaster. Atomschuss ist doch auch, heißt auch die Attacke von Skull Grillmon. So ähnlich. Also metallische Wolfskralle oder der Rakete aus dem Bauch, das ist Metallschlag und metallische Wolfskralle, so. Gigaschlag war das, glaube ich, oder so. Gigaschlag? Nein. Metallische Wolfskralle war aber Metallgreymon. Ich meine, was Skull Greymon meine ich. Dieses Skelett. Achso, du meinst das Atom. Ja. Fuck. Das war mal ein Digimon, du Arsch. Ich glaube, du bist gleich tot. Ich glaube, diesen Kampf gewinnst du nicht mehr. Wird schon schwer. Aber ich glaube an dich, das schaffst du schon. Also schätze niemals die Macht E-Temps. Lebensdisk. Cheater. Ich bin kein Cheater. Boom, und der ist tot. Oder? Nein, nicht ganz. Aber fast. Hier kommt das Gate of Destiny! Schicksalstor. Himmelstor. Die Destiny ist Schicksal. Ja, in der Serie heißt... Boah, das heißt Himmelstor, ja. Aber das heißt Schicksalstor übersetzt. Und das war's mit Patamon. Das heißt mit Magnamon. Magnangemon. So. Mal gucken, was du dort jetzt schaffst. Bin echt gespannt, weil das sieht nicht ganz sehr gut aus. Das sie schluckt nur verdammt viel. Aber Krabbeljum dürfte... Ja, okay, einiges aushalten. Und kann auch sehr gut austeilen. Ja. Ceramon. Ich sag ja, wenn das die anderen Stärken als das erste Pokémon, was er eingesetzt hat, dann sieht es für dich sehr schlecht aus. Und du hast ja noch einen vor dir nach dem. Und ich habe noch jede Menge Items, die ich benutzen kann. Sie lebt immer noch. Ja. Das war's. Nö. Bye bye, Kumamon. Ich lebe doch noch. Ah, du lebst noch? Du bist ausgewichen. Nee, ich hab nur geblockt. Jetzt aber lebe ich nicht mehr. Nein, ich denke, als ein Wargilmon. Wargilmon, bist gut. Warqualmon. Eben Warqualmon, wie auch immer. Einfach Gigilmon Weiterentwicklung.
Ach du Sau! Hat geblockt. Aha. Au, oh, das war mir halt die Hälfte. Ja, ich sollte jetzt noch besser meine Digimon, meine Dings machen, sonst bin ich wirklich am Arsch. Wie viele Leben hast du eigentlich, wie viele? Irgendwas mit 40 noch. Okay, dann schaffst du das noch, wenn du dich wiederbeleben kannst, viele Zeit. Digimon-Brot. Ich will jetzt mal was testen. Was willst du denn testen? DNA will ich testen. Ah, mal gucken, was draus wird. Auf jeden Fall wird das deutlich stärker werden. Nee, ich will was anderes testen. Dieses Digimon ist nicht zum Angriff gedacht, es ist zum Heilen da. Kann ich den auch angreifen oder nur heilen? Ha! Mein Digimon hat sogar wiederbelebt! Ich kann damit nur heilen! Töte es! Dann sofort! Das war aber wohl nichts! Nee, ein Schlag muss ich doch tun. Etwas stärker einsetzen müssen. Das könnte es jetzt gewesen sein, doch nicht. Attacke. Wenn er das überlebt, dann... Und was kommt jetzt für ein Vieh? Bestimmt ein Tyrannomon oder sowas. Black Walk, Raymond. Nein! Und... Chimeramon, jetzt hätte ich gerne Magnamon. Chimeramon, das wüsste ich, das ist stark. Wenn das noch stark in der Serie ist, dann ist das nahezu unbesiegbar. Das ist ein zusammengewürfelter Haufen. Kann er nur Flügelschlag oder Flügelklinge, wie das heißt. Flügelschlag, ja. Heißt die Attacke. In der Serie zumindest. Tot. Ich weiß, dass mein Patamon tot ist. Arme Patamon. Ich puste deinen Arsch weg. Jetzt pust ihn weg. Mal gucken, wer stärker. Wow. Geblockt. Oder Blockzilla. Haha. Und nochmal Atomic Blaster. Dass er diesmal Glück und triffst. Hast du wieder geblockt, die Sau? Autsch. Rückzug, wer der Rückzug ein? Mach nur weiter so. Ein spannender Kampf. Boah, lass dir deine Asche pusten, komm schon, so wie tut das doch gar nicht. Die Sau blockt ja nur! Ich glaube... Ob man den besiegen kann? Ich denk schon.
Na, jetzt soll ich nochmal angreifen, die Sau. So, jetzt endet das Digimon. Nö. Na, Lebendisk. Genau. Das ist ein langwieriger, kaugummiartiger Kampf. Danach muss ich ja wieder aufhören, wenn der Kampf vorbei ist, dann bin ich schon über meine 20 Minuten hinaus oder sowas. Dann ein LP-Part, wo nur ein Kampf ist. Hat man auch selten. Lass dich treffen, du Sau. Der letzte Angriff, den ich machen kann hier mit meiner Attacke. Ah, nicht, dass sie wieder blockt. Nee, doch nicht. Das ist einfach noch nicht. Aber vielleicht auch nur kaum, weil aber pflegen kaum Leben. Ja, ja. Tod. T-H. T-O-H-T. Das ist aus seltenen Strumpfhosen. Was? Das ist aus seltenen Strumpfhosen, der Spruch T-O-H-T. Das hat Plastik, ja, gesagt wird. Das hat er aus seltenen Strumpfhosen. Hab ich auch in dem Part schon gesagt. Ich brauche selten Strumpfhosen. Ist eine Parodie von, wie heißt es? Robin Hood. Okay. Kann doch ätzend sein, vier Flügel, vier Arme zu haben. Himmel, oh. Und Block. Ja, er hat schon wieder angefangen damit. Der scheint immer nur diese Markenplatten zu blocken. Könnte es sein, dass der gegen magische Attacken immun ist? Nein, sowas gibt's nicht in Digimon. Nun soll ich oben. Und wenn man Digimon kennt, kann ich auch noch das da machen. Ja. Dann heil dich mal. Das wird ein langer Kampf. Im Himmelsquar redet relativ wenig Schaden an, wie ich gesehen habe. Ich sage, jetzt treffen bitte, weiß ich nicht. Hat er eben nicht getroffen. Und jetzt übrigens dann, um was geht's. Dann ist keine irgendwelche Fähigkeit zum Heilen? Das wäre dann noch schlimmer. So, ja. Ah, ich heile dich mal eben komplett. Voll. Und nochmal. Oh ja. Es gibt so einige Kandidaten, die das konnten. Zum Beispiel? Etemon. Datamon. Etemon, Datamon. Kexarafimon. Ich kenne nur Etemon und Datamon. Das andere hat mir gar nichts gesagt. Ja, ist ja auch nur eine schwarze Form.
Gibt's hier auch Piedmon? Nicht, dass ich wüsste. Oder Puppetmon? Nein. Miotismon? Hm? Miotismon gibt's denn auch hier? Geh weiter vor. Es gibt, Dings hier, das, wie heißt die Sau jetzt hier, Venomiotismon gibt's. Apokalimon gibt's. Die von, die Ultra von... Nee, das Champion-Level von Diaboromon. Nee. Oder Ultra, Ultra. Gibt's auch Devimon oder Lady Devimon? Die sind mir noch nicht begegnet, ich weiß nicht, ob die es gibt. Die Sau blockt dich erstmal den Scheißangriff! So. Der denkt taktisch nach. Man will ja nicht sterben. Die Sau muss sterben. Ganz einfach. Aber zumindest ist das realistisch. In der Säge war der genauso zäh. Der war ja auch nicht, nicht kontrollierbar. Ja. Also, der Digimon-Kaiser Ken hatte ihn am Ende nicht mehr unter Kontrolle. Anfangs ja, aber später nicht mehr. Ja. Und so taucht der Magnamon auf und hat die ganze Sache wieder gerichtet. Mit der Hilfe von Wormon vielmehr. Wormon ist cool. Der war ja nicht ganz so böse wie der Digimon Kaiser. Der wollte ja ständig dazu bringen, dass er damit aufhört. Ja, ja, der Ken war ja auch besessen von dem Saat der Macht. Also. Saat der Finsternis. Danke. Du scheiß beschissenes zusammengewürfeltes Digimon. Bestehend aus Erdramons Flügeln, Angelmons Flügeln, Unterteil von Garurumon, Körper von Greymon, Schädel von Gabuterimon, die Haare von Metallgreymon, so, den einen Arm von Skaremon, den einen Arm von Gabuterimon und die anderen beiden Arme von Devimon. So. Ja. Ziemlich dann durcheinander gewürfelt. Ja. Auch sehr gefährlich. Ja, das war ein Wortkill. Ich muss ihn so angreifen, weil ich habe keine Möglichkeit, Grableum, und ich habe seine ganzen MP verbraucht. Dann Angriff! Auf ihn mit Gebrüll! Passt, der ist ein Löwe. Gibt's keine Sache, die AP, das heißt, geheilt? MP, nein. Das gibt's nur in anderen Spielen. Ich kann mich um mich erinnern, dass ein Suikoden-Seifpass existiert. Ein Suikoden gab es auch nicht direkt. Es gab N4 oder höchstens so 2-3 Items, die mal ja, ein oder zwei Punkte geheilt haben. Ja, Pilze oder das ist Suikoden. Oder Kräuter, glaube ich, waren's. Pilze und Kräuter, ja. Ich habe das auch teilweise verwendet, um hier Wasser zu haben. Boah! Ja, der kotzt mich auch gerade an. Immer nur am Blocken. Das sind der dritte Kandidat, der sich so verhält. Bultmon, Perseamon. Also wirklich. Das Digimon hat doch was in der Waffel, oder? Obwohl, hat das Ding überhaupt Gehirn? Sicher, hat Gehirn. So verhält es aber sich gerade nicht, ne? Sonst hat es in der Serie Gehirn, und sonst hätte es sich wohl kaum vom Digimon-Kaiser abgewandt, wenn es kein Gehirn hätte. Nö, ich sag's einfach mal so.
Das Digimon kann nicht sprechen. Es ist übermächtig und hat gedacht, der Digimon-Geist ist ja zu schwach, ich will nicht ihn dienen. Oder vielmehr hat nicht mal eine Kontrolle gehabt, das war zu mächtig für ihn. Ich weiß nicht, Chimeramon, ist das Ultra? Ich glaube ja. Chimeramon war, glaube ich, Ultra oder Mega, weiß ich nicht mehr genau. Ja, ich glaube Ultra. Und von Ultra Digimon sehr stark. Ja, was Gatomon für einen Champion sehr stark macht. Ich mag Black Wargreymon. Boah, warum nicht? Boah, der ist... Der hat eine gute, eine schöne Hintergrundstory. Ja, der hatte doch viel Hintergründiges. Er wollte wissen, wie es ist zu leben. Er wollte wissen, was er der Seele ist. Hat sich dann mit Argumo unterhalten. Ja. Und den damit vor Krämern geprügelt. Mir gefallen die, die Armor, die dazu haben gefallen. Die goldene, ja. Die taucht auch im Digimon-Film auf. Ich meine allgemein die Armor, die dazu haben gefallen. Oh. Ist tot. Diesmal tust du mich nicht dran ändern. Was war nicht dein Lieblingscharakter aus der Digimon-Reihe? 1 und 2, sag ich mal. Mein Lieblings-Digimon? Nee, dein, der Charakter, also nicht Digimon. Also TK, Also Charakter, ja. Ich hab mehrere. Eigentlich mag ich ziemlich jeden. Ich hab so drei Stück, die mir am meisten gefallen. Das wären einmal Issy, TK und Ken. Ich mag eigentlich über die Anführer. Tai, Matt geht auch, Davis, Ken, Takato, Takuya und Kochi, Markus, Thomas. Das sind so, die am obersten immer stehen. Scheiße, die haben Block jetzt auch noch, oder was? Vor allem hat mir Sticker angetan, der ist richtig cool, finde ich den. In der ersten oder zweiten Staffel? In der zweiten. Ah ja, verstehe. In der ersten ist eine Heulsuse, in der ersten. In der zweiten ist da, finde ich den richtig gut gelungen. Oh komm, lass dich doch endlich töten, du scheiß Digimon. Ja, mach ihn fertig. Schnell! Oh! Also sag mal, das Digimon hat's aber wirklich. Es mag dich nicht mehr. Es mag dich nicht. Es wird alles ab. Es will nicht sterben. Verständlich. Er will nicht sterben. Mach weiter so und du hast mich bald auf der Existenzdigitation. Aber nicht gewertet, mein Freund. Ja, erstmal Item heilen. Nein, ihr bitte nicht gestorben. Klasse, der Papp geht für einen Kampf drauf. Ja, das ist leider so. Kann man nichts machen. Ist aber auch langweilig, wenn die Kämpfe so kurz sind, ne? Das nicht, aber ich finde es eher langweilig, immer nur dasselbe zu sehen, immer nur einen Kampf zu sehen. Würde mich persönlich langweilen.
Ja, ich hatte meine Digimons heute ein bisschen gequält, also gelevelt. Gequält, ja, quälen, leveln. Gibt's da Unterschied? Nö, nicht wirklich. Warte mal rauf, du Sau! Attacke, töte es! Ich will's ja töten. Ich hätte schon zig Gelegenheiten dafür. Endlich machst du auf. Du musst Kraft des Lichtes einsetzen. Um es endgültig zu vernichten. Jetzt aber! Jetzt aber! Los! Himmelstor! Und? Untertroffen, ja. Das war's. Und hey, alle meine Digimon leben jetzt noch. Kein Level up, das ist ja billig. We are the champion. Das war mal ein interessanter Part, sag ich mal. Okay, hurra, ich hab Twin Long Chief besiegt. Hm? Hä? Da ist was auf dem Boden. Hä? Was ist das? ID-Pass? Blau? Vielleicht brauche ich ihn. Ich nehme ihn mit. Aber keine Spur vom Digi-Eye des Wissens. Was passiert wohl in der echten Welt? Das wird bestimmt gleich wissen. Yep, das wissen wir gleich wissen. Hup, hup, Auto. Komm gleich. Oder meine City-Straßenecke. Was? Was ist denn los? Ruhe, ich kann mein Handy nicht hören. Was? Was soll ich tun? Ich würde glaube überhaupt das ganze Straßennetz zusammengebrochen. Wo ist die Polizei? Tot. Kühlung. City. Ja, das war jetzt wohl doch ein kurzer Part, denn der ganze Kampf hat alles eingenommen. Ich weiß nicht, was die AOA planen, aber sie kommen auf keinen Fall damit durch. So. Touren. So, an der Stelle verabschiede ich mich. Das war mal wieder ein, naja, kurzer Part mit einem langen Kampf. Bis auf nächstes Mal. Das war schön. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.